Alles steht da schon hier rum. Ich wollte dir... Das Bild schon wieder. Das kann doch alles nicht wahr sein. Kann das so angehen mit dir? Ich wollte das Bild tatsächlich an deine Tür packen. Ja, aber du weißt ja schon, da haben wir Brennholz von gemacht. Als ich dich heute Morgen hier im Büro gesehen habe, da fiel mir ja auch hier alles ja aus dem Gesicht. Ich denke, wer ist das denn? Was ist da denn los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wilke ist mal wieder im Büro. Mensch, Kerl, Gott noch mal, er hat es doch immer wieder hier gefunden. Dass du den Weg überhaupt gefunden hast. Du, was? Das ist doch ja auch so ein absolutes Highlight, oder nicht? Und nur hör auf, so filmen sie zu, dass du an der Arbeit kommst. Warte mal, ich muss weitermachen. Ich wollte das aber wirklich jetzt hier aufhängen. Guck mal, setz dich mal hin. Weil da ist schon so eine verblüffende Ähnlichkeit. Verblüffende Ähnlichkeit, ja. Du mit den Kasperbildern wieder, ne? Ich bin hierher gekommen, wollte es aufhängen an die Tür ist weg. Ja, die Türen sind alle draußen. Die mussten wir leider verkaufen, damit wir dein Gehalt bezahlen können. Weil du fährst ja kein Geld ein, du kostest ja wohl. Du bist ja unser Luxus. Ne? Und irgendwoher muss es ja auch bezahlt werden. Ich wollte den Leuten eigentlich nur damit zeigen, also mit diesem Bild. Der regt sich ja auch immer so auf wie du. Was? Was? Die Geschichte mit dem Würth-Vertreter. Und dann ist mir typisch, ich mach die Schrauben lieber ein bisschen billiger, anstatt so einen scheiß Geländer zu drucken. So ein Mistding da. Mach die Schrauben billiger, anstatt einen Kalender zu drucken. Hör mir auf mit dem Würth-Vertreter, das reicht mir auch schon wieder, du. Kommt hier angeschlurrt hier mit sämtlichen Kalender, mit sämtlichen Scheiße. Ne? Weißt du, jedes Jahr, da kann die einen Mist auf, überleg alleine schon mal die Papierverschwendung, so ein Quatsch. Weißt du, die könnten den Kunden doch viel, viel besser helfen, indem die sagen, du, wir machen keine Kalender, wir machen keinen Blödsinn, wir machen keinen Gehampel. Wir sagen einfach mal, weißt du was, wir schenken dir mal 100.000 Schrauben. So, damit ist viel, viel mehr los. Ja, aber du hast ja zu ihm gesagt, mach mal die Schrauben billiger. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Jetzt entweder macht ihr die billiger oder er soll mir welche schenken. Das kann auch alles immer nicht mehr machen. Yeah. Das ist so ein scheiß Kalender dazu machen. Weißt du wohl, da fällt mir doch nichts mehr ein. Ja, da kommt ihr mit sowas an, glaube ich, wie Spinne oder was. Was soll ich mit so einem Kalender hinhängen in der Bude? Kommt da so ein Kunstgedönse an. Ich weiß gar nicht mal, was die für so einen Kalender bezahlt haben. Da musst du dir alles mal überlegen. So ein Kalender, bis der fertig ist, dann wahnsinnig ewige Kundenzahlen, meine mit einer Kundenzahlen zu unterstützen. Das ist doch eine völlige Mumpes. Überleg mal, wie viele Kalender die ja auch produzieren. Wie groß die ja auch sind. Davon haben die ja Minimum 20, 30, 40.000 Stück produziert. Überleg dir auch mal diese Kosten. Die Kosten können so umlegen, Schrauben billiger machen und fertig. Kommen Sie hier an und schenken dir wirklich so einen richtig schönen Kunstkalender mit irgendwelchen Geschnörkeleien drauf, was überhaupt kein Mensch erkennen kann. Aber ist auch okay, ich wollte das hier auch gar nicht haben. Ich habe es bei dir und Sven im Büro gehängt. Ich will mal den tollen Kalender sehen, den wir bekommen haben. Ist der nicht schön? Mal guck dir das mal eben an. Guck mal, siehst du, das ist Mozart. Hat er doch selber gemalt oder was? Ganz ehrlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Wie gesagt, ich habe jetzt tausendmal gesagt, Dübel und Schrauben billiger machen, du. Da haben wir mehr von, das ist so eine Scheiße. Was ist das eigentlich für einen schönen Arbeitsplatz? Guck mal, wie aufgeräumt der ist. Guck mal, da ist sogar schon Staub drauf auf dem Tisch. Wie kann das denn angehen, du? Wer sitzt hier denn sonst eigentlich? Warte mal, lass mich mal raten. Ach, ich glaube, der Zierden sitzt hier. So, aber ich glaube, der hat ja noch nie gesessen. Ich fang da bloß an zu arbeiten, du. Jedes Mal, wenn hier ein Vertreter herkommt, sagst du, ich kaufe nichts. Jedes Mal. Du weißt aber ja auch, wie das ist. Du hast es ja Gott sei Dank ja schon einmal erlebt. Und dann kommen die hierher und dann fangen die an zu weinen und zu heulen und sagen, oh, das kostet meinen Job, ich kann zu Hause ausziehen, ich von ihnen kein Geld, ich will keine Daten. Und ich habe kein Herz. Das ist ja wie mit dir, da arbeitest du ja auch hier, weil ich ein Herz habe. Ne? So. Und aus dem Grunde, dann muss man denen ja eben ein bisschen was abnehmen, das nützt ja nichts. So. Und dann ja, das ist nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht die ganze Wahrheit. Du lässt dir einfach wirklich alles, und zwar wirklich alles andrehen. Da liegt übrigens noch Müll von dem... Ja, das ist auch so ein Ding. Es ist genau das Gleiche. Er packt seinen scheiß Kalender hier aus und dann schmeißt er den ganzen Müll hier noch rund um meinen Schreibtisch zu. Und ich kann mich noch... Ich muss dazu sagen, der Würth-Vertreter war hier und hat dir die Kalender mitgebracht. Du hast dich aufgeregt, gesagt, du kaufst diesmal nichts. Bin gerade am Lager vorbeigelaufen, bis oben hin voll. Hör auf. Auch schon wieder der größte Fehler meines Lebens. Ich weiß es, hör auf, brauchen wir gar nicht. Du überfilmst dich auch noch eben schön. Ja, brauchen wir überhaupt nicht über genau das was. Ich war stinkend sauer. Ich wollte nichts kaufen, gar nichts. Und was habe ich wieder gekauft? Ich habe wieder ein Herz gehabt.